Guten Morgen miteinander, es ist 8 Uhr. Mein Name ist Alex Solberger, ich bin von Minigemeinde. Ich freue mich, dass ich heute begrüßen zu dem Thema Förderlandschaft Digitalisierungsprojekte. Ich möchte im Namen von Minigemeinde und vom Schweizerischen Gemeindeverband begrüßen. Wir haben heute 3 spannende, kurze Vorträge und dann noch Zeit für ein paar Fragen. Starten werden wir mit Lilian Zielmann zum Thema RegioSwiss. Wir sehen die Plattform, wir haben ein paar Beispiele gesehen auf dieser Plattform. Es ist super auch zum Inspirieren, es ist dort sehr viel Information drauf. Dann wird uns Jacqueline Hofer vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, zum Thema NRP. Was ist NRP? Neue Regionalpolitik. Auch das wird sie noch ein bisschen genauer vorstellen, Beispiele und Kriterien. Und am Schluss noch der Peter Niederer vom Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Berggebiete. Und ist zum Thema Initiative Smart Village ein paar Sachen wird zeigen. Ich werde nicht mehr viel mehr Zeit verbrauchen. Vielleicht noch als Hinweis, nutzt den Chat. Wenn ihr Fragen habt, können wir uns dort dann schon darauf vorbereiten und möchte ab Frau Zielmann übergeben. Besten Dank. Super, vielen Dank. Guten Morgen miteinander. Ich darf heute die Einleitung machen, um zuerst mal einen kurzen Überblick zu geben. Ich gehe mal meinen Bildschirm teilen. Ich kann mal sagen, ob das alles funktioniert. Das funktioniert. Super. Ich würde gerne dort die Webseite führen, vor allem eben auch Hilfestellung geben, wo findet man was. Weil es ist sehr viel auf dieser Webseite drauf. Ich gehe dann auch durch die verschiedenen Finanzhilfen durch, kurz zeigen, wie das funktioniert. Und auch wo man Projekte findet und so weiter. Als erstes, ich weiß nicht, vielleicht kennen nicht alle RegioSwiss. RegioSwiss ist eine Plattform für Regionalentwicklung in der Schweiz. Es ist Anfang 2008 vom Staatssekretariat für Wirtschaft, also vom SECO, als im Rahmen von der neuen Regionalpolitik lanciert worden und wird auch heute hauptsächlich noch vom SECO finanziert. RegioSwiss sammelt und generiert praxisrelevantes Fach- und Methodenwissen zur NRP, zur Interreg sowie zur Regionalentwicklung allgemein und verbreitet das Wissen auch auf verschiedenen Kanälen und verschiedenen Angeboten. Ganz wichtig ist für RegioSwiss die Vernetzung und die Zusammenarbeit der Personen. Und die Unterstützung mit dem Wissen- und Erfahrungsaustausch, das ist eigentlich so überhaupt. Jetzt gehen wir gerade 3 in die Plattform Digitalisierung. Die findet ihr unter Angebote und Werkzeuge. Plattform Digitalisierung, da geht es vor allem eben darum, dass Leute, also sind vor allem Zielpersonen, sind eigentlich Regionalentwicklerinnen und Regionalentwickler. Und es geht darum, dass sie sich Wissen und Kompetenzen aneignen können. Es werden bei jeder Plattform, also bei jedem Event, eigentlich Fallbeispiele vorgestellt und diskutiert auch. Da kann man sich neue Methoden aneignen, Strategien und Instrumente. Es gibt auch jeweils eine Übersicht, wo man ganz unten drauf geht. Dann hat man alle Veranstaltungen, die in den letzten Jahren gewesen sind, hat man schön geordnet. Wenn man darauf geht, sieht man auch, was war die Fragestellung gewesen, was hat man sich auseinandergesetzt, die verschiedenen Materialien dazu, sowie jetzt neu auch eine kurze Essenz, die das Ganze zusammenfasst. Gut, dann gehe ich jetzt gerade direkt in die Finanzhilfe rein. Es gibt Finanzhilfe-Tool, nennen wir das. Und zwar, weil man hier wie einen Filter hat, den man auswählen kann. Also man kann sagen, begünstigt er zum Beispiel Gemeinde und das Thema zum Beispiel Wirtschaft. Und dann tut es einem das Sortieren nach eben den geeignetsten Instrument. Und jetzt gerade zum Thema Digitalisierung haben wir vor allem die neue Regionalpolitik. Sie hat in der Programmperiode 2020 bis 2023 leider einen speziellen Fokus auf Digitalisierung. Wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, dann gibt es da auch eine Beschreibung dazu, was ist das Instrument
Wer ist begünstigt? Was sind so Kriterien zum Teilnehmen und was braucht es, damit man eben ein NLP-Projekt, also ein neues Regionalpolitik-Projekt, das Gesuch stellen kann und wie das Ganze funktioniert. Ich gehe hier nicht ins Detail, weil wir nachher, gerade noch von Jacqueline, noch mehr über die NLP hören. Es ist mehr zum zeigen, das ist ein Instrument, wo Digitalisierung kann gefördert werden. Es wird das, also gerade zu der neuen Regionalpolitik, das vertiefende Programm, es gibt das Pilotprogramm Smart Village, da werden wir nachher von Peter Niederer auch noch die Vertiefung hören, wo ganz spezifisch für die Bergregionen ist. Das ist auch ein ganz spezifisches Instrument, wo für Digitalisierung auch geeignet, also gefördert wird. Genau. Dann haben wir zusätzlich noch die regionalen Innovationssysteme. Die sind da, also zur Förderung von der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von der KMUs. Und sie sind organisierte funktionale Räume. Wenn man genau noch mehr darüber lesen will, spezifisch unter Politik und Programm, gibt es eine ganze Seite dazu, wie die organisiert sind, was das für Inhalte gibt. Genau. Kann man dort noch mehr erfahren. Das zweite Programm InnoTour beschäftigt sich vor allem eben mit dem Tourismus, also fördert Innovation, Zusammenarbeit und den Wissensaufbau im Tourismus. Jetzt können wir vielleicht auch schnell schauen, den Filter anpassen, damit wir es auch wieder kennen. Tourismus, genau, da haben wir aber eben nicht für Gemeinden. Wenn wir schnell schauen. Da ist es. Genau. Eben Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und den Wissensaufbau. Im Schweizer Tourismus. Das ist auch ein Instrument, wo Digitalisierung auch gefördert wird. Und dann haben wir noch Interreg. Da gibt es Interreg A, B und C. Damit man das weiß, was das ist. A ist die grenzüberschreitende Programm. Dann haben wir die transnationale Programm und die interregionale Programm. Hier geht es eben um die Entwicklung über Landesgrenzen und die Integration im europäischen Raum. Auch in diesem Instrument kann Digitalisierung gefördert werden. Was man so zusätzlich hat, ist das Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung 2020 bis 2024. Das hat ein Thema zur Digitalisierung von der Grundversorgung nutzen. Ich glaube, wir haben es hier auch noch einmal getroffen, damit ich das weiss. Mal schnell alle ab. Da haben wir es. Genau. Das ist zur nachhaltigen Raumentwicklung, also vom ARE, Bundesamt für Raumentwicklung, lanciert. Also es sind auch noch andere Förderstellen, die sagen, es ist immer eine Zusammenarbeit. Und da gibt es verschiedene Themen und eben eines davon ist Digitalisierung für Grundversorgung nutzen. Und da gibt es auch ganz spannende Projekte. Wenn man da auch mehr wissen will, ich gehe sonst gerade mal rein. Es gibt eine Projektdatenbank von Radio Suisse. Und da kann man einen Filter auswählen. Ich gehe jetzt mal auf Digitalisierung und dann auch Modellvorhaben nachhaltige Raumentwicklung. Zum Beispiel gibt es da verschiedene. Und das jetzt mal genommen. Jetzt. Genau, da gibt es da verschiedene Modellvorhaben. Das sind jetzt die von 14. Es gibt aber auch die neuen, eben genau, zum Beispiel Grundversorgung digital und im Dialog suchen. Wenn man das anschaut, dann gibt es jeweils einen Kurzbeschrieb und eben auch Links zum Projekt, wo man dann genauer herausfindet, was dort auch wirklich gemacht wird. Das sind so die Filter, die man anwenden kann. Genau. Wir haben auch hier die verschiedenen Programme.
also NRP, NRP-Pilotmaßnahmen, Interreg, die ich erwähnt habe, und Innotour, die ich erwähnt habe. Das sind so ein bisschen die Instrumente bezüglich Digitalisierung. Genau, und jetzt gehe ich noch schnell auf die Expertendatenbank, also wo wird man noch Anlaufstellen, dass wenn Sie etwas suchen, etwas brauchen, einen Kontakt, wo Sie mal ein Gespräch suchen, dann gibt es da ganz viele Experten, die aufgelistet sind, die man kann kontaktieren kann. Was jetzt auch noch neu ist auf der Webseite, wir haben auch zu dem Projekt, gibt es auch, schauen wir, wo haben wir sie? Projektvideos, genau. Im Moment vor allem zu der NRP, wo es wirklich im Terrain ein Beispiel vorgestellt wird, wo man sich das genauer anschauen kann, wie das funktioniert und wie sich das entwickelt hat und was eben ein NRP auch ist. Gut, das wäre es von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Jetzt gerade eine brennende Frage. Ich könnte es dir schreiben, dann werden wir am Schluss das noch diskutieren. Dann würde ich es schon mal stoppen. Besten Dank, Frau Zielmann. Spannend, was es alles für Förderinstrumente gibt. Was für mich auch extrem spannend ist, die hat das wirklich sehr schön in dieser Datenbank aufgebaut. Und es ist für mich auch Teil von Inspiration, um einfach zu schauen, was gibt es alles. Man muss nicht immer alles in die Neue finden. Also, der wirklich Kompliment. Das ist eine sehr gute Basis, die hilft, Sachen zu finden, zu sehen und auch zu lernen von anderen. Positive wie auch negative Erkenntnisse, die Projekte natürlich mit sich bringen. Besten Dank. Sehr gerne. Danke. Ich habe dich an Jacqueline Hofer übergeben, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, wo ich sage, das magische Wort NRP genau wird vorstellen. Genau. Ja, guten Morgen zusammen. Ich nehme an, dem Fall ist Schweizerdeutsch gut, sonst hat sich wahrscheinlich jemand gemeldet oder Veto eingelegt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich die Regionalpolitik ein bisschen näher darf vorstellen und kann aufzeigen, was wir für Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung haben. Herzlichen Dank auch an Lilian Zielmann schon vorhin für die Vorstellung von RegioSwiss. Ich gehe punktuell auch noch wieder auf RegioSwiss ein, dass ihr da so ein bisschen die Verknüpfung seht. Jetzt tue ich da mal meinen Inhalt versuchen freizugeben, Bildschirm zu teilen. Muss ich da noch? Ist das gut? Seht ihr? Das ist tipptopp, ja. Präsentation, sehr gut. Eben wie gesagt, wir sind von Regionalpolitik, also wir die neue Regionalpolitik umsetzen. Unser Ressort heisst Regional- und Raumordnungspolitik. Wir sind im SECO angegliedert. Die Leitung vom SECO hat Staatssekretärin Marie-Gabrielle Neisen-Fleisch. Vielleicht hat er es mitbekommen in den Medien, jetzt gerade in den letzten Tagen. Sie hat leider gekündigt. Wir werden sie sicher vermissen. Sie ist uns aber noch erhalten bis nächsten Sommer. Und es gibt, glaube ich, eine Findungskommission für eine Nachfolge. Das ist noch nicht klar. Wir sind in der Direktion für Standortförderung, wo der Botschafter Erik Jakob leitet. Und eben unser Ressort ist noch umgeben mit anderen Ressorts, Tourismuspolitik, Ressort KMU-Politik, wo zum Beispiel EasyGov betreibt, vielleicht hat er da auch schon Berührungspunkte gehabt. Dann noch Exportförderung, Standortpromotion, da ist zum Beispiel SGI, also Swiss, ist das Stichwort, wo ihr vielleicht schon begegnet seid. Dann die neue Regionalpolitik, ja, wir sind eine Wirtschaftsförderung, also Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum. Unser Slogan ist so ein bisschen, oder da sind wichtige Stichworte drin, dass wir in innovative Menschen und Unternehmen wollen investieren, wo das Berggebiet, ländliche Räume und Grenzregionen als Wirtschafts- und Lebensraum attraktiv gestalten und nachhaltig weiterentwickeln. Also wir haben die Betonung heute noch ein bisschen stärker auf dem Wirtschaft als auf dem Lebensraum. Also wir sind wirklich klar ein Wirtschaftsförderinstrument eben in diesem ländlichen Raum, also in peripheren Gebieten. Wichtige Stichworte sind auch noch Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung. Also es geht darum, wirklich Arbeitsplätze zu generieren, zu schaffen, zu erhalten.
die dezentrale Siedlung zu erhalten und regionale Unterschiede abzubauen. Unser Wirkungsgebiet, also wo man die NRP einsetzen kann oder wo sie eben Wirkungsentfalten soll, ist wirklich ein sehr grosser Teil von der Schweiz. Also ihr seht hier die ganze Fläche, alles, was nicht blau ist, also die Metropolräume, die können wir nicht fördern oder Projekte, die dort eine Wirkung würden entfalten. Basel, Zürich, Genf, Lausanne, Bern können wir nicht fördern direkt, aber eben auch die Räume ringsherum, alle sind Fördergebiete. Was machen wir mit der NRP konkret? Also der wichtigste Pfeiler ist Projektförderung. Hier fließt der Großteil der Fördermittel rein. Also da tun wir wirklich konkrete Initiativen, Projekte mit Geldern fördern. Die Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Regionen ist hier sehr, sehr wichtig. Der Bund gibt quasi die Rahmenbedingungen vor. Es gibt auch ein Gesetz für Regionalpolitik. Aber dann in den Kantonen selber, in den Regionen, wird dann eben die NRP umgesetzt. Also die Kantone entscheiden eigentlich, was für Projekte sie fördern wollen, einfach in dem Rahmen, den wir ihnen vorgeben. Sie dürfen auch selber thematische Schwerpunkte setzen. Also es kann in dem Fall sein, dass ihr das Projekt im einen Raum oder im einen Kanton eine Förderung erhaltet und im anderen halt vielleicht nicht, weil der Kanton dort keinen Schwerpunkt setzt. Kantone müssen auch mitfinanzieren. Also bei einem Projekt ist immer mindestens der gleiche Anteil, wo der Bund ins Projekt steckt, muss der Kanton auch einschießen und natürlich in der Regel oder sind Drittmittel auch noch drin, wo das Projekt unterstützen. Dann Synergien schaffen, das ist vielleicht so ein weniger sichtbarer Teil von uns, dass sind etwa 10% der Mittel drin, wo wir einfach Raum mit anderen Sektoralpolitiken, die raumrelevant sind, Zusammenarbeit haben, schauen, dass wir da Synergien können schaffen können. Lilian Zielmann hat vorher das Programm Modellvorhaben Raumentwicklung genannt, eben, wo wir zum Beispiel auch ein Programm haben, Digitalisierung und Grundversorgung, wo wir eben gemeinsam mit anderen Bundesämtern, ARE, BAFU, BLW etc. finanzieren. Und das dritte eben das Wissen teilen, wo etwa 5% der Bundesmittel reinfließen, eben die Plattform RegioSwiss, wo vorher Lilian Zielmann einen kleinen Teil hat vorgestellt, ein Wissensmanagement betreiben, was wirklich darum geht, halt einfach die Regionalentwicklung bekannt zu machen, aufzuzeigen, was ist möglich, was ist schon passiert und auch Vernetzungsmöglichkeiten bieten. Jetzt mit Corona leider halt nach wie vor, vor allem digital, aber wir haben eigentlich bei RegioSwiss in der Regel oder hoffentlich dann auch wieder sehr, sehr viele Veranstaltungen, die eben eine Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen, auch eben zu Digitalisierungsthemen. Genau, hier nochmal ein paar Beispiele zu dem Wissen teilen, eben RegioSwiss, also die Webseite, die Projektdatenbank, ist noch vorher vorgestellt worden, die Veranstaltungen, Vernetzungsmöglichkeiten, wir haben ein Kommunikationsprodukt. Regios ist ein Magazin, wo man auch online einschauen kann. Aber das Finanzhilfetool, wir haben Newsletter, also wirklich umfangreiche Laden, ich wirklich hier auf RegioSwiss eben mal ein bisschen schneuken. Umzusurfen, was ihr dort alles für Informationen findet. Wenn ich noch kurz ein bisschen mehr auf die Projektförderung eingehe, das ist ja das Thema für die Veranstaltung oder die Förderlandschaft Digitalisierungsprojekt. Wir haben einige Kriterien, oder beziehungsweise zuerst noch, aber wir können auch Fonds Perdu Gelder geben, also das heisst, dass das Projekt quasi das Geld geschenkt bekommt, also nicht muss zurückzahlen oder so, das ist einfach eine Investition in das Projekt. Oder es gibt Darlehen, die zinsgünstig oder zinslos sind, die man von NRP kann erhalten kann. Also von den Kantonen gesprochen quasi, oder der Bund tut eben mitfinanzieren. Und jetzt wichtig zu wissen, oder ein paar Stichworte eben sind da, dass das Projekt innovativ sein sollte. Es ist ein dehnbarer Begriff. Also, wir haben jetzt nicht alles super innovative Projekte, aber einen gewissen Innovationsgrad sollte es haben. Es sollte wertschöpfungsorientiert sein, also es sollte in Form Gelder generieren oder es sollte die Arbeitsplätze eben zum Beispiel schaffen. Ganz wichtig ist schon, es darf nicht einfach nur ein einzelner Betrieb gefördert werden. Also es muss immer eine Form von einer Kooperation oder so sein. Oder es kann ein Verein sein, der ein Projektträger ist. Also ihr könnt als Privatperson eine Projektidee haben und das anfangen entwickeln und bei NRP einreichen. Aber ihr müsstet einfach, am besten tut ihr euch zusammen, eben sei es mit einer Gemeinde oder mit verschiedenen Firmen oder mit Vereinen. Also es muss wirklich so ein bisschen den Charakter haben, auch von einer Kooperation.
Also es geht einfach nicht, dass ein einzelnes Unternehmen könnte profitieren davon. Und es hat auch immer so den Anschubcharakter, also Anschubfinanzierung, Impulse setzen. Es ist eigentlich nie etwas, oder, wo wir wirklich über Jahre etwas mitfinanzieren, sondern ja, zum Beispiel jetzt, das Lichtfestival in Murten, vielleicht habt ihr da schon davon gehört oder seid selber schon gewesen, da haben wir zum Beispiel eine Anschubfinanzierung gegeben. Die Projektdatenbank ist schon erwähnt worden, genau zur Inspiration. Der Herr Solberger hat es auch gesagt, kann ich da wirklich einladen, ein bisschen rumzusurfen. Lilian Thielmann hat es auch schon gesagt, Themen der Projektförderung. Wir haben so Förderperiode jetzt gerade aktuell. Auch schon in der vorderen Periode sind Industrie, eben auch die RIS, die Innovationsfördersysteme. Dort könnt ihr als KMU quasi zum Coaching bekommen. Jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ist das sehr willkommen und beliebt gewesen. Ein grosser Teil der Gelder fließt in Tourismus. Wir haben noch andere Themen, also wir können ja Projekte sehr breit eigentlich im Kulturbereich, im Bildungsbereich, Gesundheit, Energie, also von dort vielleicht auf die Projektdatenbank schauen, was es alles so hat in diesen Bereichen. Und eben jetzt noch in dieser Periode speziell Massnahmen zugunsten von den Berggebieten, wo eben der Herr Niederer ja noch wird genauer etwas, ein Projekt aus diesen Massnahmen vorstellen. Und vielleicht noch zu den Beträgen ungefähr. Also wir haben so 40 Millionen jährlich in der NRP für Projektförderung, 15 Millionen jährlich für die Darlehen. Und jetzt zum Beispiel die Massnahmen Berggebiet haben noch 20 Millionen, die man einsetzen kann über die 4 Jahre aber hinweg. Jetzt noch mit Digitalisierung ein bisschen konkreter. Was ist da möglich? Einfach hier auch ein paar Stichworte. Zeit lassen wir leider, oder die Vorgabe vor Zeit lassen wir leider nicht mehr zu, dann nachher darauf einzugehen. Also, eben, ja, vorher hat er den Stichwort auch gesehen bei den Kriterien des Vorwettbewerblichen. Wir haben sehr viele Machbarkeitsstudien, Entwicklungskonzepte, Strategien, die wir mitfinanzieren. Eben auch sehr willkommen Kooperationen. Es können ja auch Angebotsproduktentwicklungen sein, gerade zum Beispiel im Tourismusbereich. Neue Geschäftsmodelle, die wir können unterstützen können. Plattformen haben wir relativ viel, natürlich jetzt im Digitalisierungsbereich. Und Applikationen, Internet of Things, da zum Beispiel erwähnt noch ein witziges Projekt, so ein Schaf-Tracker, also wo die Schafe so ein Gerät umgehängt bekommen und man eigentlich so kann wie eine App da sehen, wo sie sind, für die Unterstützung von der Hirten. Das ist die Entwicklung von dem Internet of Things Projekt ist mitfinanziert worden. Wir haben Datenprojekte, wo es zum Beispiel darum geht, ja, Daten von einer Region halt besser können zu nutzen, auch wiederum um Digitalisierungsangebot, um Tourismusangebot zum Beispiel auch daraus zu entwickeln. Wir haben Sensibilisierungsmaßnahmen, die wir mitfinanzieren, zum Teil Veranstaltungen, eben auch dort gewisse Impulse, die wir geben können, Hackathons. Und auch der Bereich digitale Kompetenzen ist ein Thema, das wir können mitfinanzieren können. Aber ja, eben also, wie ich vorher gesagt habe, sind wirklich Kantone und Regionen, die über Finanzierung oder die Unterstützung von einem Projekt entscheiden. Also wir können mich da jetzt quasi nicht festmachen oder können sagen, Frau Hofer hat gesagt, das Projekt wird unterstützt, wir müssen jetzt da Geld rüberkommen. Also da muss wirklich eine Auseinandersetzung mit den Schwerpunkten in einem Kanton oder in der Region stattfinden. Ja, dass man dort nachher schauen kann, ist das etwas, wo könnte Gelder rüberkommen. Ich habe noch ein paar weitere Stichworte für Themen. Swiss Smart Factory habt ihr vielleicht auch aus den Medien jetzt gerade noch jüngst gehört, weil ja der Neubau vom Switzerland Innovation Park ist eröffnet worden. Da haben wir mitfinanziert mit Darlehen. Wir haben Coworking Spaces an diversen Orten. Wir haben Plattformen, Projekte gegen Fachkräftemangel, also wo man zum Beispiel Jugendliche herführt an technische Berufe. Ja, genau, das ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, Digitalisierung, oder? Wir haben so ein bisschen eine Tendenz, vielleicht zu sagen, ja, die NRP könnte ja auch die digitale Erschließung mitfinanzieren oder gerade tragen. Also das ist nicht möglich innerhalb von unserem Instrument. Was aber möglich ist, ist, dass wir eben so gewisse Förderkonzepte vor Projekten können mitfinanzieren, was sich um das Thema Breitbanderschließung drehen, aber direkte Erschließung zu finanzieren ist nicht möglich.
eben E-Fitness, habe ich vorher auch schon erwähnt, oder eben das Smart Village, Smart Region Programm EcoSAB. Das ist eine Partnerschaft, die wir mit der SAB, mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete haben, wo wir Peter Niederer wird mich sonst korrigieren, ich glaube rund 40 Gemeinden wollen auf dem Weg hin zu einer digitaleren Gemeinde quasi oder zur digitalen Transformation unterstützen, indem sie da eben auch Gelder bekommen, sich können beraten lassen, auch so in einem Startprozess eigentlich, wenn sie sich auf diesen Weg wollen, begeben. Ihr erfahrt ja jetzt gerade noch einiges mehr zu dem Programm. Ja, das wäre sonst mit Teil. Wenn ihr Fragen habt, eben denke ich auch gerne im Chat anfangen oder sonst, wenn ihr später noch Fragen hättet, könnt ihr euch natürlich. Besten Dank, Frau Hofer. Und auch wieder viele Informationen, viele Möglichkeiten. Ich habe direkt so gesagt, es ist wie ein Prozess, so starten. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort für Peter Niederer als Vizedirektor vom Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft von Berggebiet. Der tut zusammen mit Gemeinden wie einen Prozess starten und hat dort Möglichkeiten und in ein Programm aufgesetzt. Darf ich dir übergeben, bitte? Ja, sehr gern. Ich werde auch da versuchen, das zu teilen. Sieht man es richtig? Sieht gut aus, ja. Sehr gut. Also, besten Dank für die Einladung und besten Dank auch Jacqueline Hofer für die Einführung zur NRP, das vereinfacht meine Aufgabe ungemein, weil es ist umfassende Politik und ich möchte mich in meinem Vortrag auf das Berggebietsprogramm konzentrieren und innerhalb vom Berggebietsprogramm auf die NRP Pilotmaßnahmen Smart Villages, Smart Regions. Frau Hofer hat es schon erwähnt, das ist zusammen entwickelt worden, zusammen mit SAB und SECO, dass wir eben die NRP-Pilotmaßnahmen aufgleisen können. Und es ist richtig, 40 Gemeinden können an dem Prozess teilnehmen. Wir haben eine Kofinanzierung pro Gemeinde von 10.000 Franken, wo wir konkret an einem Partizipationsprozess Smart Villages beisteuern können. Jetzt, was ist eigentlich ein Smart Villages? Es ist ein bisschen inflationärer Begriff schon fast. Ein wichtiger Aspekt von einem Smart Villages Projekt oder Smart Villages Konzept ist, dass man von lokalen, regionalen Stärken ausgehen. Also es ist das Dorf, das im Zentrum steht. Es ist ein Button-up-Prozess. Nachher partizipativ mit Bevölkerung arbeiten. Es ist uns wichtig, dass man eben zusammen mit der Bevölkerung Projektideen entwickelt. Es ist nicht die Idee, dass innerhalb vom Gemeinderat einfach im stillen Kämmerli eine Idee entwickelt wird und nachher umgesetzt wird und fertig. Nein, es soll partizipativ laufen und damit beabsichtigen wir eben auch, einen Prozess zu legitimieren, eine Idee zu legitimieren und auch ganz viele Ideen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Nachher ganz wichtig natürlich Prinzipien von der Nachhaltigkeit. Wir wollen natürlich nicht Projekt, Smart Villages Projekt fördern, wo weder rentabel noch sozial und dann auch noch umweltschädigend wären, sondern eben es sollen ökonomisch, soziale und Umweltfaktoren verbessert werden mit dem Projekt. Neue Technologien nutzen, Digitalisierung ist das Stichwort. Wir haben ganz neue Möglichkeiten, zusammenzukommen, Ideen zu entwickeln, Projekte zu implementieren, als es noch vor 10 Jahre gehabt und darum unbedingt neue Technologien nutzen, zu einem Maximum in einem Smart Villages Ansatz. Entschuldigung. Nachher Kooperationen sind ganz wichtig mit anderen Gemeinden, Projekten, Initiativen. Sie haben es gehört, wir haben relativ beschränkte Mittel. Das Gesamtbudget ist 400.000 Franken. Und da müssen wir ganz klar Synergien nutzen können, damit wir auch mit dem Geld etwas ausrichten. Jetzt zwei Beispiele aus einem so partizipativen Prozess, aus einem Smart Villages Prozess. Wir haben das schon mal vortestet in SASV und Erne. Und in SASV und auch Erne haben wir einen Coworking Space können aufgleisen aus dem Partizipationsprozess heraus.
ist eine Kerngruppe entstanden, die sich formiert hat, um die Coworking-Idee zu realisieren. In diesem Jahr stehen die kurz vor der Eröffnung. Covid-19 hat natürlich da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, aber gerade auch mit, im Zusammenhang mit CoSciety, mit der eingeführten Plattform, hat man können, die Coworking Spaces vorantreiben. Das ist also eine Idee, die aus einem Partizipationsprozess entstanden ist und realisiert wird. Nachher Gemeindeapplikationen im Oberwallis. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Eine davon ist CoSciety. Andere sind auch implementiert worden, wie zum Beispiel Megafon. Das ist auch aus dem Partizipationsprozess aus entstanden, wo wir in den Gemeinden durchgeführt haben. Das ist ganz ein ganz wichtiges Tool auch gewesen, oder das sind ganz wichtige Werkzeuge gewesen, gerade jetzt auch in der Corona-Krise. Sie haben die Gemeinde, aber auch die Bevölkerung eben neue Kommunikationskanäle auftun und sie sind sehr interaktiv. Es gibt da unterschiedliche Applikationen, Angebote mit verschiedenen Kommunikationswerten. CoSciety ist eine von denen, die eigentlich wie fast wie ein Dorf-Facebook funktioniert, wo eben auch Gruppen können gebildet werden um ein Thema. Und so kann man natürlich Engagement auslösen in einer Gemeinde. Man kann ein Projekt identifizieren, Gruppen, Interessierte drum herum scharen und dann auch implementieren. Jetzt zum Projektablauf. Wie erwähnt, wir finanzieren mit den 10.000 Franken einen partizipativen Prozess Smart Villages. Da geht es dann darum, eben Ideen können, zu identifizieren und die Bevölkerung darum herum zu mobilisieren. Ich tue da ein paar Etappenschritte vorstellen, wie das abläuft, wenn eine Gemeinde sich interessiert dafür. Übrigens sind vor allem natürlich, oder es sind bloß Gemeinden zugelassen, das muss ich noch so ein bisschen als Einschränkung erwähnen, die im Berggebietsprogramm Perimeter liegen. Das ist ein bisschen kleiner als der NRP-Perimeter. Also das noch vorausschickend und dann eben als erster Punkt können wir mich dann kontaktieren für eine Erstberatung, wo wir dann Fragen klären, weitere Schritte besprechen. Nachher gibt es eine Projektvereinbarung, nachdem das die Gemeinde definitiv zugesagt hat, dass wir, wenn wir auch einen Gemeinderatsentscheid haben, dann unterschreiben wir das Pflichtenheft gegenseitig und einen Vertrag. Nachher, was uns auch ein wichtiges Anliegen ist, dass der Prozess begleitet wird. Wir haben das Gefühl, es ist manchmal schwierig für eine Gemeinde selber, so etwas allein durchzuführen. Und wir haben darum auch eine Liste aufgeschaltet. Sie sehen dann nachher noch die Webseite, wo wir alle Dokumente drauf haben, wo eben Experten beinhaltet, Expertinnen beinhaltet, wo helfen können, so einen partizipativen Prozess durchzuführen. Nachher das Kernstück von unserem Projekt, der partizipative Prozess Smart Villages. Eben, wie genau der gestaltet wird in der Gemeinde, das ist uns eigentlich weniger wichtig. Ganz wichtig ist, dass am Schluss eben ein Aktionsplan da steht, wo man sieht, was für Massnahmen mit wem, bis wann, mit welchen Finanzen durchgeführt werden sollen. Und der partizipative Prozess können wir uns vorstellen, dass der so innerhalb von 6 Monaten stattfindet, dass es vielleicht 1 oder 2 Workshops gibt und dann vielleicht eine Vernehmlassung mit den wichtigsten Akteuren. Oder eben, man kann mit Spurgruppen arbeiten, man kann aber auch eben bereits auf geschehenen Prozesse, auf Strategie, Leitbilder aufbauen und dann ein kleines Abkürzungsverfahren machen, wo entweder eben ein bisschen breiter ist oder ein bisschen fokussierter. Also das, da ist der Gemeinde sehr viel Spielraum überlassen. Wie gesagt, wichtig ist vor allem, dass wir am Schluss einen Aktionsplan haben, wo eben die verschiedenen Massnahmen genau beschrieben sind und wo wir dann auch ein Commitment haben von der Gemeinde. Ja, wir machen die und die Massnahmen, ziehen wir durch mit der und der Priorität. Jetzt vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen Giveaways, so mit auf den Weg sozusagen. Nochmal unterstreichen, der Prozess soll output-orientiert sein.
Wir sind auch interessiert, dass in der Gemeinde etwas passiert, dass man nicht einfach das Papier produziert. Das ist jetzt eigentlich die Gelegenheit, hier mit der Pilotmaßnahme einen Prozess zu starten, ein Projekt zu identifizieren, zu initiieren, also einen Startschub zu geben. Und eben am Schluss der Aktionsplan, wo wir dann einen Plan haben, wie es weitergeht. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, es gibt natürlich verschiedene Grade von Partizipation. Die einen stehen vielleicht ganz am Anfang in einer Gemeinde, ganz am Anfang. Wir möchten es möglichst breit aufgleisen. Wir möchten möglichst viele Bevölkerungsgruppen involvieren. Und darum lädt man die ganze Bevölkerung ein. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit natürlich, wo man vorher schon in der Gemeinde Strategieprozess durchgeführt hat. Es bestehen schon gewisse Ideen und die Ideen sollen konkretisiert werden. Das heißt, dass man zum Beispiel dann mit diesen Fokusthemen Arbeitsgruppen schon direkt bildet und vielleicht in einem weiteren Schritt mal eine Befragung macht in der Gemeinde. Wie sehen ihr das? Eine Bedürfnisabklärung. Aber man baut auf etwas Bestehendem auf, man schafft recht fokussiert bereits. Und das ist auch mit der Erfahrung gewesen, mit den Gemeinden, wo wir bis jetzt Kontakt hatten. Bis jetzt haben auch 16 Gemeinden den Vertrag unterschrieben, die sind da dabei. Und fast bei allen ist es ein bisschen so gewesen, dass es bereits Vorarbeiten gegeben hat und dass sie darauf weiter aufbauen und dass sie aber eher fokussierter arbeiten, als jetzt einen ganzen breiten, offenen Prozess am Anfang von dem Partizipationsprojekt. Denn Regionalmanagement, da muss ich wirklich unterstreichen, sind ganz wichtige Mittler und Helfer. Die Mehrzahl von diesen 16 Gemeinden sind zusammengeschlossen in Regionen oder bilden eine Gemeindegruppe in einer Region und die Regionalmanager haben ganz wichtige Aufgaben übernommen, dass die Gemeinden zu identifizieren, sie weiterzubringen und den Prozess auch ein bisschen begleiten, wo es gerade so ein bisschen happert. Also das sind wir wirklich sehr darauf angewiesen, auch als Saab, als nationale Organisation, auf die regionalen Vermittler. Nachher, es gibt besondere Opportunitäten, wie zum Beispiel, wir haben für einen Leitbildprozess gemacht oder wir hätten eine Fusion durchgemacht. Möchte jetzt viele verschiedene Fraktionen, verschiedene Dörfer mehr zusammenführen, besser zusammenführen, dann ist eigentlich so ein Moment für einen partizipativen Prozess sehr geeignet. Weniger geeignet ist vielleicht, wenn man direkt vor einer Fusion steht, wo man noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht, dort vielleicht das dann eher wieder ein bisschen ein weniger günstiger Moment. Also, wie gesagt, es passt, wenn man gerade in einer Gemeinde super weiterzumachen und in einer anderen Gemeinde ist vielleicht der Moment ungünstig. Nachher, Gemeindegruppe ist auch eine gute Option. Wir fördern das eigentlich, dass Gemeinden zusammenarbeiten und zusammen quasi einen Partizipationsprozess durchführen. Das heisst dann, dass man den Betrag für die Kofinanzierung von 10.000 Franken multipliziert mit der Anzahl Gemeinden. Es ist aber so, dass wir auch noch ein bisschen eine kleine Reduktion machen, also wie man gewisse Synergien sehen. In der Regel kommen wir dann etwa auf 8.000 Franken pro Gemeinde. Wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Gemeinden haben, wäre das dann 40.000 Franken Kofinanzierung. Oder eben, wir schauen uns den Fall noch genauer an und vielleicht sehen wir dort auch Möglichkeiten, mehr können zu finanzieren oder halt, wenn es sehr viel Synergie gibt, gibt es dann halt vielleicht auch ein bisschen weniger pro Gemeinde. Das ist ein bisschen flexibel, das haben wir auch mit dem SECO so abgesprochen, dass man das möglichst auf Gemeinden zuschneiden. Jetzt zum Schluss noch einfach, wo Sie die ganzen Unterlagen finden. Auf unserer Webseite von der SAAB, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiet, findet Sie unter die Dienstleistung Regionalentwicklung, die entsprechenden Abschnitte Smart Villages oder Sie können gerade bei der Startseite auf Smart Villages klicken und nachher finden Sie dort eben die Dokumente zum Download und auch einen Kurzbeschrieb. So, das wäre es von meiner Seite. Besten Dank, Peter.
Kurze Frage, Berggebiete, ist das die Karte, die wir von vorher gesehen haben, die bei euch alles zu Berggebieten zählt? Oder was ist der Perimeter von der Gemeinde, wo jetzt der eigentlich einen Antrag stellen? Also der Perimeter von der Gemeinde für das Berggebietsprogramm, der ist mit den Kantonen ausgehandelt worden, ausgemacht worden und der ist kleiner als NRP-Perimeter. Es ist so, jetzt bin ich nicht ganz sicher, Jacqueline, welche Art das du gezeigt hast, ob du die von der NRP gezeigt hast oder vom Berggebiet. Ich tue noch schnell. Auf jeden Fall, es ist so, dass, bei der Liste, wo wir aufgeschaltet haben, bei der Liste, wo wir aufgeschaltet haben oder Dokument, sind alle Gemeinden gelistet, wo in Genuss von der Pilotmaßnahme können kommen. Das ist eine ziemlich umfangreiche Liste. In gewissen Kantonen sind da fast alle Gemeinden dabei. Aber es gibt natürlich wirklich Ausnahmen wie das Talgebiet oder eben Gebiet um Chur, Churer Rintal und so weiter, die natürlich da nicht dabei sind. Besten Dank. Ja, vielleicht zum Ergänzen, ihr bekommt ja dann die Folien über. Ja, also jetzt auf meiner Karte sieht man zwar die verschiedenen Raumtypen noch, oder man sieht zum Beispiel den peripher-ländlichen Raum, alpine Tourismuszentren, die andersfarbig eingefärbt sind, aber ich kann es da nicht sagen, der eine ist dann eben der Raum, der jetzt für die Pilotmaßnahmen gilt. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich besser, sich da auf die Liste abzustützen und zu schauen, oder einfach auch anzufragen, oder ist man da im Perimeter. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung eben zum Berggebietsprogramm. Das ist so fast wie ein Experimentierfeld, wo wir jetzt zugelassen haben in der NRP mit ein bisschen aufgeweichten Kriterien. Wir haben da einen gewissen Betrag, ich glaube, es sind 20 Millionen Franken, wo man Projekte fördern kann, die ein bisschen vereinfachtere Förderkriterien haben. Zum Beispiel der Exportbasis-Ansatz gilt dort beschränkt, also man muss sich nicht zwingend an den halten. Exportbasisansatz ist ja quasi fast Ultimo Ratio momentan in der NRP und das ist für kleinere Projekte, die mehr in der Region oder in einer Gemeinde wirken, natürlich schwierig, dann eine Förderung zu bekommen. Aber eben das Berggebietsprogramm ist so ein Spielfeld und da sind wir auch von der Saab sehr froh, dass das ECO eine Tür aufgemacht hat, um auch ein bisschen gerade jetzt in kleineren Regionen, kleineren Gemeinden im peripheren Raum, wirklich im peripheren Raum, Berggebiet, Möglichkeiten zu schaffen, Bauprojekte einzugehen. Und da jetzt auch eben als politische Interessensvertretung von den ländlichen Raum und Berggebiet haben wir da schon seit längerem und auch viel geschafft. Und wir hoffen eben, dass da sich möglichst viele Gemeinden für das Berggebietsprogramm Pilotmaßnahmen Smart Villages interessieren, da mitmachen, dass wir dann eben am SECO gegenüber zeigen können, schauen, das ist erfolgreich und das soll doch ein fester Bestandteil werden in der NRP. Danke. Wenn ich einfach noch darf ergänzen, kurz, eben das Pilotmaßnahmen Berggebiet, eben das Smart Village Programm ist ein Teil, aber du hast ja gesagt, 400.000 Franken, aber die 20 Millionen sind sonst einfach auch noch der Rest für die Projekte reserviert. Oder wir haben ja zum Teil Veranstaltungen, die wir dort auch wieder innerhalb von diesem Programm machen, aber es hat auch direkt aus den Kantonen Projekte, die noch kommen oder die auch eben zu diesen Pilotmaßnahmen oder im Rahmen von denen umgesetzt werden. Nebst Smart Village, das können ja zum Beispiel touristische Kleininfrastrukturen sein oder wo jetzt eben auch mit Affonberti gefördert werden, das wäre sonst im normalen NRP auch nicht möglich. Ja, da kann man sich so schon nachher informieren auf der Website oder auch bei uns anfragen, wenn ihm das noch interessiert. Gibt es von den Zuhörern noch gerade Fragen oder was auch spannend wäre, vielleicht ist jemand dabei, der schon so ein Projekt umgesetzt hat und soll mal sagen, wie das abgelaufen ist. Also ich weiß nicht, ob der Herr Blomberg noch da ist, also wir haben ja auch meine Gemeinde selber, oder, wo ja als Verein
Wohnungsprojekt zum Beispiel in Adelboden von der NRP mitfinanziert bekommt. Vielleicht kann der kurz da Auskunft geben. Das ist ja auch ein Kooperationsprojekt, auch noch, hat auch mit Digitalisierung zu tun. Ich sehe jetzt gar nicht, ob er noch da ist. Ja, guten Morgen. Ja, bin oben. Ja, ich kann kurz sagen, also unsere Erfahrungen sind enorm positiv. Das müsste ich jetzt fast sagen, wenn die drei Vertreter da sind, aber es ist tatsächlich so. Das war ein sehr gutes Zusammenspiel mit der Regionalstelle. Die ist zuständig für das Saarland, für das Kandertal. Die haben uns sehr gut begleitet von Anfang an. Wir haben jetzt eine zweite Phase schon, wo wir drin sind in der Umsetzung. Wir haben zuerst eine Machbarkeitsstudie gemacht, wie es Jacqueline Hofer vorher gesagt hat, auch wie es oft der Fall ist, für ein Projekt, wo das Gewerbe sich zusammentut, um Online-Bestell- und Absatzkanäle für ihre lokalen, regionalen Produkte und Dienstleistungen aufzubauen. Also ein typisches Koordinationsprojekt. Das ist jetzt in der Umsetzung vom Kanton Bern bewilligt worden, jetzt in der zweiten Phase. Und das ist enorm wertvoll, weil das würde dort auch schlicht nicht stattfinden können, weil die Mittel nicht vorhanden sind für die Investitionen. Also ich kann das sehr empfehlen. Und eben mich jetzt noch wundern genommen, ich habe es im Chat geschrieben, ob das, ja, vielleicht das so formuliert, oder wie wichtig aus Sicht von jetzt der Verantwortlichen ist, dass in der Gemeinde das Zusammenspiel auch stattfindet, eben mit der Wirtschaft zusammen, mit dem Gewerbe, mit dem Tourismus, mit der Bevölkerung. Das Projekt ja, zustande kommen und dann auch erfolgreich umgesetzt werden können. Ich kann vielleicht kurz anfangen. Also, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung quasi im Feld selber, aber aus unserer Sicht eben, also ist mit einer der Hauptgründe, dass wir eben fordern, dass es häufig eben Kooperationen sind in den Projekten, eben genau der, dass man wirklich so eine Innovationsdynamik eigentlich kann auslösen kann. Also man erlebt das ja viel, oder dem lenkt da schon eine Person, die einfach eine gewisse Dynamik reinbringt, die Ideen hat, ja, wo dann eben so Projekte die Leute an den Tisch zusammenbringt, vernetzt, oder? Und dann auch aus dem Austausch heraus können natürlich auch wieder weitere Ideen entstehen. Also für uns ist das wirklich eben so eine Dynamik enorm wichtig. Also, ich denke, man muss auch schauen, wie der Herr vorhin auch gesagt hat, dass man sich nicht verzettelt, eben, wenn man enorm viele Akteure irgendwie zusammenbringen will, gerade von Anfang an auf das Mal. Ich denke, es ist gut, wenn man dann halt eben den Bezug zur Umsetzung nicht verliert, auf ich mal ein konkretes Projekt hat, wo die Leute in der Region auch sehen, oh, das ist Erfolg, das funktioniert. Und aus dem heraus kann er eben mehr entstehen. Einfach, wo Lilian Zielmann sie ist auch noch involviert, konkrete Projekte, zum Beispiel im Zürich-Biet Modellvorhaben, wo der glaube ich, auch sehr partizipativ ja arbeitet. In Uri, Modellvorhaben in Uri, aha, ja, sorry. Chancen und Risiken von der Digitalisierung für die dezentrale Besiedlung auch, eben auch im Kanton Uri. Ja, das ist auch sehr spannend. Jetzt haben wir einen partizipativen Prozess, zuerst mal mit der Bevölkerung, da gibt es wie so Bürgerforen, wo wir jetzt, sind jetzt in der zweiten Phase, der erste haben wir unsere Bedürfnisse aufgenommen, was ist den Leuten wichtig, was ist die Ist-Situation, wo hapert es, was läuft gut. Und dann haben wir auch den Dialog geführt mit den Unternehmen in diesem Raum, also im Kanton Uri, die Grundversorger, die wir auch dabei haben, wo wir auch reingeschaut haben, was haben sie für Herausforderungen, die sie sich im Moment beschäftigen und wo sehen sie auch Potenzial, wo sie sich können entwickeln. Und so geht es eigentlich darum, nachher das auch zusammenzubringen, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten zusammenzubringen, um Lösungen dann auch aufzuzeigen und das eben in dem partizipativen Prozess. Vielleicht kurz dazu einfach. Und Simon hat noch eine Frage. Da gibt es jetzt sehr viele Resultate und spannende Projekte. Ich glaube, ihr tut die nachher auch solche Events, wo ihr so Sachen präsentieren. Oder wie tut ihr das noch ein bisschen verwerten und bekannt machen? Genau, aber für das haben wir eben die Plattform Digitalisierung. Dort haben wir so 2 bis 3 Mal im Jahr haben wir ein Event, so 2 Stunden, 2,5, mhm, wo wir eben so verschiedene Projekte zu einem Thema vorstellen. Das letzte Mal war das digitale Grundversorgungsthema. Dort haben wir Leute gehabt aus den Projekten, die das vorgestellt haben, die gezeigt haben, wie der Prozess ist, was sie für Ergebnisse haben. Und dann gibt es meistens noch eine Podiumsdiskussion am Schluss, wo Fragen diskutiert werden zu dem Thema. Eben auch Herausforderungen, Erfahrungen, die austauscht werden. Und das ist eigentlich wirklich der Kern von der Plattform Digitalisierung. Wenn ihr so könntet wünschen, in welche Richtung hättet ihr am liebsten noch Projekte?
wo sieht ihr noch Potenzial, wo ihr sagt, dort haben wir uns eigentlich mehr erwartet? Gibt es jetzt so wie Wunschthemen? Also ich beziehe es vielleicht lieber auf die Umfrage, die wir mal gemacht haben. Also Anfang Jahr, wo wir die Leute gefragt haben, was ist denn ihnen eben wichtig, wo sie Potenzial sehen oder wo sie mehr Wissen haben wollen. Und das ist eben die digitale Grundversorgung. Da gibt es wirklich ganz viel Potenzial, wo man auch sehen, dass man viele Kooperationen kann machen, dass man kann, zum Beispiel, wenn es um Logistik geht, es fährt ein Postauto in die Gemeinde, es fährt der Pöstler, fährt in die Gemeinde, es gibt vielleicht noch ein Volk, wo auch seine Waren hier transportiert. Und dass man zum Beispiel so Kooperationen kann machen, dass man es kann zusammennehmen und dass sie wie nicht alle einzeln fahren und auch nicht leer hin und her fahren, sondern dass man das kann zusammennehmen kann. Also so ein Projekt, wo man wirklich auch optimiert, was man überhaupt an Potenzial hat. Ich glaube, da gibt es wirklich ganz viel, was man kann machen kann. Wirklich das Zusammenschaffen, schauen, wo kann man auch zusammen Daten nutzen, wo man kann schauen, wenn man zum Beispiel eine Leitung im Boden verleiht, dass man dort wieder mehr drauf schaut, okay, wer hat dort überhaupt wo Leitungen? Das ist nicht digitalisiert meistens. Das ist eine Herausforderung, wenn man nicht weiss, wie viel Platz das es auch im Untergrund hat. Und dann aber auch, wenn etwas aufgetan wird für eine Leitung, dass dann gerade auch noch andere Sachen gemacht werden. Also so die ganze Kooperation, gemeinsam Zusammenarbeit, Nutzung von Daten, Plattformen für zum Beispiel auch Angebote, also nicht nur Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch Dienstleistungen, die vielleicht in der Region, in der Gemeinde auch vorhanden sind, dass man das wie auch aufzeigt und gemeinsam auch vermarktet. Also da gibt es ganz viel Potenzial zum Zusammenarbeiten. Darum haben wir das Thema jetzt eben auch das letzte Mal auf dem Programm gehabt. Ich glaube, ein Thema, was sonst noch war, ist Digitalisierung im Tourismus. Das ist noch etwas, was wir auf dem Radar haben. Wir sind aber morgen, soweit ich weiß, haben wir die nächste Sitzung, um zu entscheiden, was für ein Thema das wir dieses Jahr noch nehmen. Das ist noch nicht fixiert. Aber ja, da gibt es noch einiges, was man machen kann. Wenn ich mich da ergänzen, herzlichen Dank. Eben neben der Plattform Digitalisierung, die ja eine Veranstaltungsreihe ist, eben findet ihr auch, wie vorher von Lilian Dillmann noch ein bisschen vorgestellt, auf der Webseite einiges an Informationen, und wir sind da auch gerade dran, so ein Dossier Digitalisierung quasi noch aufzubereiten, wo wir all die Inhalte rund um Digitalisierung und Regionalentwicklung noch besser verfügbar machen, einfacher verfügbar machen. Es gibt auch schon Videos zu Projekten. Wir tun auch in Social Media immer wieder auf Projekte hinweisen, oder eben in diesem Dossier Digitalisierung werden wir dann auch ein bisschen ein besseres Fenster noch auf Projekt haben, auf Projektbeispiel, eben für die Inspiration oder einfach um aufzuzeigen, was da bis jetzt ist unterstützt wurde oder was eben auch möglich wäre, dass unterstützt kann werden. Besten Dank für die Anlässe, wenn noch etwas Thema präsentiert wird. Sie sind natürlich sehr wertvoll, wenn ihr jetzt gesehen, was an Know-how in Uri entstanden ist, wo man natürlich einfach nur einen Text sieht, eigentlich nur schwer zu erkennen, was da Potenzial und Wissen aufgeschafft ist. Das sind auch die Anlässe eigentlich sehr, sehr wertvoll, um sich wieder reinzulassen und reinzuschauen. Peter, wenn ich dir die gleiche Frage noch stellen darf, was hast du das Gefühl, wo hat es noch Potenzial, so vom Gefühl her bei dir? Was würdest du noch gerne für Anträge sehen? Also es ist grundsätzlich so, die Gemeinden haben eigentlich wirklich das Feld offen, um etwas zu entwickeln. Es ist so, dass Gemeinden ganz klar unsere Ansprechpartner sind und eigentlich ein bisschen den Lead haben. Also sie schaffen wie eine Rahmenbedingung, wo drinnen etwas entsteht. Und das ist vielfach gar nicht so vorhersehbar, welche Kräfte schlussendlich dann auch mobilisiert werden in der Gemeinde. Wir haben festgestellt, dass eben dort die Gemeinde, wo das Regionalmanagement auch eng damit verflochten ist, dass das fast ein bisschen ein Selbstläufer ist. Dort ist das sehr gut eingebettet. Wo wir gemerkt haben, wo es manchmal ein bisschen hart oder ein bisschen schwieriger ist, sind Gemeinden, die alleine quasi jetzt den Prozess starten wollen. Und dort ist es einfach nicht so,
Häufig muss man dort noch suchen. Also unsere Aufgabe als Saab ist dort gerade noch dort ein bisschen weiter. Wir können nicht einfach ihnen quasi das Geld überweisen oder den Vertrag unterschreiben und dann die Gemeinde alleine lassen, sondern wir sind dort immer wieder auch da und stützen ein bisschen und welche Schritte haben wir gemacht. Und dann plötzlich läuft es gut von mir selber. Also die Erfahrung haben wir schon ein bisschen gemacht bis jetzt. Und es ist eigentlich ein bunter Strauß von Geschichten, die entstanden sind. Von dem her kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, was wir uns genau jetzt für in welchen Bereichen, dass wir uns Lösungen wünschen. Ganz wichtig ist einfach, dass nicht einfach Technologie voll im Mittelpunkt steht, nur auf Digitalisierung geschaut wird und so ein bisschen die Aspekte von sozialer Innovation, von neue Organisationen, Entwicklung, neue Prozesse im Umgang mit Bürgerinnen, Bürgern, dass das ein bisschen unter den Tisch fällt, sondern man will einfach irgendwie eine technische Lösung haben. Da ist mir immer ein bisschen Gefahr da, dass man bei Smart Villages ein bisschen den Weg einschlägt und sagt, ja, wir machen einfach etwas Technisches, wir machen einfach etwas mit Digitalisierung. Und das würde eigentlich dem Ansatz nicht gerecht werden. Und dort müssen wir auch ein bisschen gegensteuern, manchmal geht, dass das ein bisschen ein weiterer Prozess bleibt. Also die Unterstützung ist wichtig und das machen wir auch von meiner Gemeinde. Und dort haben wir auch die Erfahrung, dass es eigentlich hilft, zum Teil das Gespräch hilft, schon wieder, um weiterzukommen in der Gemeinde. Wir haben 8:55, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. 9 für die nächsten Meetings. Ich möchte den drei Referenten ganz herzlich danken. Es war spannend. Wir werden auf der Webseite all die Unterlagen aufschalten, dass an die Dokumente herkommen. Seit so zwei, drei Mal ist die Zusammenarbeit von Digitalisierungsprojekten angesprochen worden. Das wird das Thema sein vom nächsten Minigemeinde Live am 27. September. Und dort werden wir mit Smart Tourbau oder Verein Graubünden Digital oder bei der Regionalentwicklung Oberwallis genau solche Themen sehen, wie machen sie das zusammenarbeiten. Das sind so die Aspekte, die man eigentlich kann brauchen, berücksichtigen. Besten Dank euch allen, all den Zuhörern. Und ich freue mich, in etwa 4 Wochen wieder zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals. Ade. Merci. Ich fasse. Merci vielmals. Adieu. Merci auch. Auf Wiedersehen.